Vergangenes Jahr kamen fast 158.000 Tonnen Avocados zu uns. Ungefähr 50.000 davon landen im Müll. Der Grund, die meisten drücken die Frucht, um den Reifegrad zu testen. Und das sorgt für Dellen, braunes Fruchtfleisch und Schimmel. Ein Unternehmen will dafür die Lösung gefunden haben. Galileo-Redakteurin Chrissy reist ins niederländische Enschede. Zusammen mit seinem Team will Geschäftsführer Markus Nickels von hier aus weltweit die Lebensmittelbranche revolutionieren. Die Mission steckt im Firmennamen. One Third, zu Deutsch ein Drittel. Jedes Jahr verschwenden wir ein Drittel der Lebensmittel, eine große Menge. Dieses Problem wollen wir lösen und haben unser Unternehmen deshalb danach benannt. Das Unternehmen feiert schon erste Erfolge in den Niederlanden und Großbritannien. Und die Lösung besteht aus diesen Teilen. Das wird ein Scanner, der allererste für den deutschen Markt. Mit Hilfe von Infrarot analysiert unser Scanner die Moleküle von Frischwaren. Die verändern sich mit der Zeit und daraus können wir, mit Hilfe einer Datenbank, in Echtzeit den Frischezustand der Ware bestimmen. Und so funktioniert's. Jedes Stück Frischware hat eine einzigartige Zellstruktur. Mit deren Hilfe lässt sich die Haltbarkeit bestimmen. Ein Infrarotlicht scannt das Innere der Ware. Die bleibt dabei vollkommen unversehrt. Zusammen mit gesammelten Daten und einer KI kann der Scanner so unter anderem den Wasser-, Zucker- und Stärkegehalt bestimmen. Und kann damit eine Einschätzung zum Reifegrad und der Haltbarkeit geben. Avocados werden in Deutschland und weltweit immer beliebter. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Importmenge nach Deutschland mehr als verfünffacht. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sich Marco als erster dieser Frucht gewidmet hat. Die Avocado hat nur eine kurze Zeitspanne, in der sie perfekt ist. Wir wollen sicherstellen, dass sie zu diesem Zeitpunkt im Supermarkt bei den Kunden ist. Die dann eine Avocado im optimalen Reifezustand bekommen. Wir bekommen etwas anderes, den ersten Avocado-Scanner Deutschlands. Erstmals zum Einsatz kommt er in diesem Supermarkt im bayerischen Memmingen. Auch hier ist die Avocado ein Must-Have und seit kurzem hat Julian Kunkel, der Sohn des Betreibers, auch noch den passenden Scanner dazu. Wir haben das Ganze tatsächlich über Social Media gesehen und haben dann da ja das intern besprochen, dass wir das Ganze ziemlich cool finden und dann relativ schnell einen Kontakt hergestellt. Die Avocado ist ein Produkt, das Mitarbeiter aufgrund von Mängeln täglich aussortieren müssen. Das hat mit der weltweit verbreiteten, aber schlechten Methode zu tun, den Ist-Zustand der grünen Frucht herauszufinden. Die Kunden drücken ganz fest oder man macht oben diesen kleinen Boppel raus, um eben zu schauen, wie welche Farbe das Fruchtfleisch hat. Täglich kommen so bis zu 10 Kisten nicht mehr verkäuflicher Avocados zusammen. Den Großteil spendet Julian an die Tafel. Viele Produkte wandern aber direkt in den Müll. Ich hoffe, dass wir durch den Scanner den Kunden nahebringen können, dass sie nicht drücken müssen, um den Reifegrad einer Avocado rauszufinden und dementsprechend dann wir nicht mehr so viel Lebensmittel wegschmeißen. Das klappt natürlich nur, wenn der Supermarktkunde dieses Angebot auch annimmt. Dazu gleich mehr. Erstmal wollen wir wissen, wie funktioniert der Avocado-Scanner und wie gut kann er den Reifegrad der grünen Frucht bestimmen? Der Kunde hält die Avocado gegen den Scanner. Wenig später bekommt er eine Antwort zu dem Ist-Zustand. Es gibt 4 Kategorien. Die erste, einige Tage warten, die Avocado ist noch nicht reif. Die zweite, reif und fest, die Avocado ist verzehrfertig, perfekt für einen Salat. Drittens, reif und weich, heißt am besten heute oder morgen essen. Kategorie 4, die Avocado ist überreif, am besten gleich essen. Redakteurin Chrissy nutzt zunächst die altbekannte Drückmethode. Die ist ziemlich weich. Und was sagt der Scanner? Reif und weich. Reif und weich, okay. Ja. Wir werfen einen Blick ins Innere der Avocado. Wie gut stimmen das Ergebnis des Scanners und Avocado-Zustand überein? Sehr weich. Die ist perfekt. Really perfect.
Zufall oder funktioniert das Gerät wirklich so gut? Wir testen eine weitere Avocado. Die ist laut dem Scanner noch unreif. Die ist sehr hart. Gut in ein paar Tagen. Aber nicht für heute. Schnelltest bestanden. Der Scanner checkt mit Infrarot den Reifegrad der grünen Frucht. Ist dieses Licht schädlich für uns? Hier sind relativ viele Kinder. Die Leute sind neugierig. Was passiert denn, wenn ich jetzt meine Hand runterhalte? Passiert irgendwas? Oder? Dann leuchtet ein Licht so ähnlich wie das Blitzlicht einer Fotokamera absolut unschädlich. Wahrscheinlich gibt dir der Scanner sogar ein Ergebnis. Okay, dann probieren wir es mal aus. Oh mein Gott! I'm reich und weich. Was sagen die Kunden zu dem neuen Avocado-Gadget? Denn nur wenn die den Scanner auch wirklich nutzen, hört die Avocado-Quetschverschwendung auf. An sich schon cool, ja. Dann hat man auf jeden Fall, sage ich mal, die perfekte Avocado. Ja. Geil. Arsch zu weichen, super. Interessant. Endlich mal, da wische ich die richtige. Voll cool. Ich bin auch im Einzelhandel. Wenn man dann immer so alle Avocados andrücken muss, ist das schon nicht so geil. Ja. Schon gut. Wenn ich meinen Mann schicken würde, dann eine gute Sache. Allerdings, das Haltbarkeitsproblem ist noch nicht ganz gelöst. Wie lagert man die Avocado nach dem Einkauf am besten? Der Profi hat Tipps. Wenn du die Avocado am selben Tag oder am Tag darauf essen willst, dann einfach in der Küche liegen lassen. Willst du die Avocado erst in ein paar Tagen essen, dann stellst du sie in den Kühlschrank. Dort ist es kühl und das verlangsamt den Reifeprozess. Willst du sie noch länger liegen lassen, dann in Alufolie wickeln. Das hält den Sauerstoff ab und macht sie noch länger haltbar. Und wo wir schon mal dabei sind, wie hält man übrig gebliebene Avocado hälftenfrisch? Redakteurin Chrissy checkt das mit drei verschiedenen Methoden aus dem Internet. Methode 1 ist mit Zitronensaft, Methode 2 mit Zwiebeln und die dritte mit Wasser. Das alles kommt in den Kühlschrank. Wie sieht das Fruchtfleisch nach 24 Stunden aus? Generell gilt, hat eine Avocado braune Stellen, ist sie in der Regel noch essbar. Verfärbungen entstehen vor allem, wenn die Zellstruktur der Frucht beschädigt ist, beispielsweise durch zu viel Rumdrücken. Wie sieht es 48 Stunden später aus? Matschige Stellen können Avocado-Liebhaber übrigens einfach wegschneiden. Eine Avocado, die unangenehm riecht, sollte man aber sofort entsorgen. 72 Stunden später. Das Ergebnis? Auf Platz 1 die Wassermethode. Da sieht das Fruchtfleisch noch frisch aus. Top 2 ist die Zwiebelmethode. Da gibt es zwar ein paar braune Stellen und es ist ein klein wenig zusammengeschrumpft, aber dennoch sieht das super aus. Und Platz Nummer 3 geht an die Zitronenvariante. Ohne Konservierungshilfe sieht es nach 3 Tagen so aus. Auch wichtig, den Kern nicht wegschmeißen. Der hat natürliche Enzyme und sorgt auch für Frische. Zurück im Memminger Supermarkt. Hier steht seit kurzem Deutschlands erster Avocado-Scanner. Zuverlässig erkennt er aktuell nur Avocados, anderes Obst oder Gemüse noch nicht. Aber einige Landwirte und Lieferanten nutzen bereits einen Erdbeerscanner von Marco. Denn schon bei der Auslieferung an die Supermärkte ist der Reifegrad der Frischware entscheidend. Hinsichtlich des Scanners im Laden hat Marco große Pläne. Wir arbeiten daran, unsere Scanner-Range zu erweitern. Unsere Kunden sollen bald auch andere Produkte wie Melonen, Mangos und Kiwis scannen können. Eben die Ware, bei der man sich fragt, bis wann man sie noch essen kann. Und jetzt? Wie zufrieden ist der Supermarktchef Julian Kunkel mit dem Avocado-Gadget? Sein Fazit nach 2 Tagen? Die ersten 2 Tage haben schon gezeigt, dass der Scanner sehr gut angenommen wird, die Kunden sehr interessiert sind, wie das Ganze funktioniert. Und wir hatten in den ersten 2 Tagen schon über 1000 Scans. Also, ohne Obstbetatscherei. Immer die perfekte Avocado finden. Und bald auch noch anderes Obst und Gemüse. Klingt doch super.